übelst lange Folgen. Aber ich freue mich. Wir sind eine Etage. Kling, klong. Welche Ratten hier? Nein. Und Gott, okay, das ist in Ordnung. Safe, eine Münze. Bare Münze. Leichter auf dem Lokus. Da. Klebeband. Wieder einen richtig krassen Loop. Schrott. Mal hopp. Liegt nirgendwo was. Kann man da raus? Oder hier ist nirgendwo was zum Mitnehmen. Da oben ist ein Safe. Bitte Leder. Yeah, nice one. Danke, Spiel. Ich freue mich. Dekopaket. Teppich. So. Sehr schön. Das nächste Leder. Ich freue mich. Und Klebeband. Wie viel habe ich denn jetzt davon? 13. Ich brauche nie im Leben für den Rest hier 13 Klebeband. Das Haus ist fertig. Zum nächsten. Ding, ding. Irgendwo gab es immer noch diesen Hinweis bezüglich der Rätsel, den einzelnen Shops, die es gibt. Nummer 8. Jetzt aber. Aber ich glaube, dann dürfte ich alle Häuser hier erkundet haben. Ich müsste wieder nach unten. Nein, da war ich drin, okay. Das ist Nummer 5, da war ich auch drin. Also es sind alle Häuser. Dann sind, glaube ich, auch alle erkundet. Dann, also, Radio. Ich würde gerne das Radio mitnehmen. Wie gesagt, Klavier habe ich keinen Platz. Deswegen erstmal das Radio mitnehmen. Ich bin so ein Ghetto-Kind. Bis nachts um 3 mit einem scheiß lauten Radio durch die Gegend läuft. Du bist ein Loser. Das ist nicht so ein cooles Radio. Okay, ich gehe schon. Yeah, yeah, yeah. Cool, ein Radio, ich freue mich. Also jetzt weit hier unten rein. Und gucken, was hinter dieser anderen elektrischen Tür noch ist. Lang, ne?
2, 3, dann jetzt da dran. Und das war da hinten. Und alle hopp. Da ist jetzt dort drüben die Tür ist aufgegangen, ne? Wie war das genau? Ja, da haben wir noch Erdbeeren. Und nächste Leitung. Das mache ich jetzt erstmal nicht. Erstmal hier was mitnehmen. Ein Erdbeeren. Die Bananen. Boah, ich freue mich so, endlich Bananen und Erdbeeren zu haben. Das ist ein... Es ist so viele schöne weitere vegetarische Rezepte kochen. So ist das. Dann reparieren. Und das Wasser ist nicht mehr unter Strom. Der Aufzug funktioniert auch. Könnt ihr? So. Und hier ist der nächste Bauplan für den elektrischen Reiniger. Guck mal. Das Ding. Ah. Oh. Super, das heißt, jetzt kann ich hier mein Floß konstant mit Wasser versorgen, ohne immer irgendwas aufladen zu müssen. Sehr, sehr geil. Dankeschön, Spiel. Freue ich mich. Darauf erstmal ein Pilzomelett und Erdbeerkolada. Hier. Okay. Hier war das. Da ist zum Elevator. Lass mal hier noch gucken. Loading Bay. Der Bruder von Michael Bay. Entschuldigung. Das war was? Ach, das war hier die Sache. Okay, stimmt. Hier geht's jetzt hoch zum Elevator. Das nötige Zeug mitnehmen. Ne, nichts anbrennen lassen. Was wird mitgenommen? So, Elevator minus 4. Das Coole ist, bei diesem Aufzug gibt es hier oben das Ding, ist ein Knopf. Wenn man den drückt, dann kommt man in einen Geheimbereich. Da kannst du auch nochmal richtig guten Stuff finden. Glück hast. Minus 20. Das ist ungefähr die Ebene, wo Heinrich rumschwimmt. You should not be here. Und ein Safe, zwei Safes, drei Safes, ein Koffer und eine Kassette. Ich freue mich. Was haben wir hier drin? Drei explosive Pulver, Glas und Biokraftstoff. Das ist schon mal ordentlich. Im Koffer. Scharniere, Glas und Schrott. Das ist okay. Was haben wir hier? Explosives Pulver, nochmal Lederbolzen und Glas. Sehr schön. Und da oben haben wir Biokraftstoff, Bolzen und Glas. Und eine Kassette für die Fahrstuhlmusik. Die kann ich mir ins Radio knüppeln und dann habe ich das Gepimmel hier den lieben langen Tag auf meinem Floß. Ebene 0. Ich freue mich. Ach, so viel gefunden hier. Nice. Thank you.
Düng, düng. So, da kommt man hier raus. Das ist dann hier das Ding, was von außen verschlossen war. Gut, dann weiter ins 8. Stockwerk. Hier. Sind da noch mal raus. Ecke, da haben wir noch 2 Münzen. Oh, sogar noch 3 Münzen. Da was looten, da kannst du nichts mitnehmen. Sich hier noch hoch. Auch noch mal wo rein. Aber ich würde sagen, ich mache erstmal die Ebene hier fertig. Hier gab es einen Dickpart. Oh, echt jetzt? Das ist die Ratte. Feiert Geburtstag. Hat all ihren Rattenkumpels eine Einladung geschickt. Aber die haben den Weg hier nicht hergefunden, weil unten die Tür war zu. Deswegen konnten die nicht da rein. Hör mal. Und durch die elektrische Suppe haben sie sich nicht getraut. Und die wartet hier und wartet und wartet und keiner kommt, die ist stinkesauer. Wenn ich jetzt hingehe, die rastet aus. Pass auf. Ich sag's euch. Ist richtig angepisst. Oh, da ist noch was drin. Oder? Schrott, okay. Nichts drin. So. Guck mal, die hat vor lauter Verzweiflung, die hat sich den Kuchen aufgehoben. Ich finde das gerade echt traurig, ne? Gell? Ja. Keiner will mit dir feiern. Ist die Sache, gibt es hier noch irgendetwas Tolles? Oh, 1, 2, 3 Münzen. Sehr schön. Okay, gut, dann ist das hier traurigste Geburtstagsparty ever. Du, sei nicht böse, ich bin hier. Ich würde gern mit dir feiern, aber ich muss auch wieder los, ne? Ja. Gell? Wünsch dir was. Feier schön, übertreib's nicht und spar dir den Kuchen auf. Du wirst noch eine sehr lange Zeit hier alleine sein. Reset it. Gut, dann raus hier und eine Etage höher. Oh, guck mal, da ist auch noch eine. Welche? So. Was ist hier drin? Ist nichts. Da geht's durch ein kaputtes Fenster. Mal raus. Das ist eine Seilrutsche. Ja. Oh, ja. Das war der mit Abstand beschissenste Sprung im im ganzen Spiel. Und eine Ratte ist drin. Echt Traum. Ich schaff das. Easy going. Und dann schauen wir mal. Hi, grüß dich. Na, alles cool? So. Ist nur eine Ratte hier. Kann ich dich irgendwo einsperren? Liegt da irgendwas von Wichtigkeit rum auf den Tischen? Ja, du geh mal nach da hinten und dann ist die Wand. Die kommt. Warum hat das alles hier keine Türen? Das ist ja furchtbar. Okay, hier war, glaube ich, irgendwo noch ein Koffer und noch eine Münze. Da hinten ist die Münze. Und irgendwo hier
ist noch ein Köfferchen. Oh, jeckert, ja, oh Gott, oh nee, mein Herr. Lass doch die Scheiße, geh runter. Hier wieder zurück in, oh Gott. Zu deinem Klavier und spiel eine Runde. Bitte. Und ich renne einfach durch. Guck mal, da ist. Ist da unten. Okay, gut, 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 gut. Sehr schön. Warte. Ist da unten. Sehr schön. Da hinten ist der Koffer. Warte. Ist noch da unten. Okay, das heißt. Folgt mir nicht mehr. Berühmte letzte Worte. Ey. Er ist ein Traum. Okay, es geht noch ein Stockwerk höher. Ratte, geh mal zurück, bitte. Und ich nehme die Beine in die Hand und gehe noch eins höher. Ja, danke. Okay, cool. Dann war ich hier das kaputte Fenster. Da war noch eine Seilrutsche. Muss ich auch nehmen. Mach ich das doch mal. Ne? Und auf geht's. Dann komme ich hier in das Gebäude. In der Mitte. Da muss ich hoch. All the way up. Und hier geht's jetzt noch rein. Hier. Es ist eine Etage. Der war innerhalb von 2 Sekunden war der da. Es ist eine Etage. Es. So, pass acht. 21, 22, 23 sind schon unten. Eine Etage. Spiel. They haven't done anything hostile. Yes, they're still just chanting. Yes, sir, I am armed. But if I may speak freely, we are able to use the water cannons if... Yes, sir. No, sir. Tully says shoot to wound. Die Tür aufmachen und dann kommt man hier heraus. Münzen, wie viel habe ich denn? 13. 13 Münzen, das ist gut. Was kann ich mir hier kaufen? Radio habe ich, Rucksack habe ich. Rüstung wäre eine Überlegung wert. Aber da die nicht lange hält, weiß ich nicht, ob es vielleicht dann sinnvoller wäre, irgendwie Essen, Fressalien wäre auch nichts. Pflanzen als Deko, aber die Bilder wollte ich mir auch holen. Ne? 2, 4, 6, 8, 10. Hätten wir schöne Bilder. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ich hab's noch nicht. Oder ich hole mir das Klavier. Ich habe keine Ahnung, wo ich das Klavier hinstellen soll. Aber im schlimmsten Fall komme ich halt nochmal her. Jetzt erstmal nach oben in den zweiten Stock. Da geht's weiter. Ding, dung. Und dafür brauchen wir jetzt einen Code. Diese Tür. Hinweis. Das ist der Hinweis. Gucken wir gleich an. Und dann haben wir hier Bauplan für das riesen, scheiße, große Lager. Ich freue mich. Das heißt, die ganzen Kisten abreißen, 2 Lagerdinger hinbauen. Ey, ein Träumchen. Ein Träumchen. So. Planke. So, der Hinweis lautet: In der Tranquil Street muss ich das finden. In der
Exeterio Lane den Burgerladen, in der Bazaar Street den Scherenladen und in der Partisan Road den Schwimmreifen. So. Und diese Symbole entsprechen den Hausnummern, auf denen diese ganzen Logos zu finden sind. Und wer jetzt aufgepasst hat, der schreibt jetzt mal bitte die richtigen Zahlen in den Chat. Wer aufgepasst hat, schreibt bitte die richtigen Zahlen mal in den Chat und ich gebe das dann hier ein. So, Katja meint 4813. 4813. Ey, das ist richtig. Und sie hat was kaputt gemacht. Das ist irgendwo da hinten hingeflogen. Ich würde sagen, da gehen wir mal hin. Gucken, was das ist. So. Welche Ratten? Da waren noch keine Ratten mehr. Aber hey, okay. Also, Automat. Genau, ich muss jetzt, wie gesagt, da hingehen gleich. Keine Ahnung, wo das war. Was hole ich mir noch? Hole ich mir für 2, 4, 6, 8, 10 Münzen 5 Bilder? Oder hole ich mir für 6 Münzen jeweils Pflanzen zum Dekorieren? Oder machen wir so einen Mischmasch? Das sind die ganzen Bilder, die wir hier gefunden haben. Der Bär, der dem Elefanten in den Rüssel beißt. Dann das Scherending hier. Die creepy Frau. Und irgendwas anderes. Weil Essen würde ich mir nicht holen. Das bringt das alles fleischmäßig. Das bringt mir nichts. Oder hole ich mir das Klavier. Mischmasch. Okay, machen wir Mischmasch. Ich würde sagen, ich hole mir dieses überaus hässliche Bild. So. Dann. Genau, der Typ, der dem anderen auf die Schnauze haut als Bild, das hole ich mir auch noch. Und Pflanzen. Was sieht denn schick aus hier am Pflanzen? Sagen hier so, sowas hat mein Sohn auch in seinem Zimmer stehen. Das kann man sich mitnehmen. Und dann das unterste. Dann haben wir noch 7 Münzen. Reicht nicht mehr fürs Klavier, aber ist okay. Gibt es auch ein schickes Bild? Das ist völlig unnütz, die letzten beiden. Wobei eine Flasche, ja, aber kannst du besser herstellen. Sieben. Machete für 5 lohnt auch nicht, kannst du besser günstiger herstellen. 4, ich habe noch 7 Münzen. Machen wir noch ein Gemälde. Das habe ich, dann mache ich den Bär, der dem Elefanten in den Rüssel beißt. Und pflanzenmäßig. Das hier sieht schick aus. Und jetzt bin ich eh voll wie ein Eimer. Deswegen gehe ich zurück zum Floß. Und ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt wo jetzt das Ding abgestürzt ist. Ist die Sache, ob man das irgendwo von hier außen sieht. Beim Dampfen ist. Oder ich nehme den Kompass, renne noch mal hoch und guck, welche Richtung es am Dampfen ist. So. Hin.
Und, oh Gott, Angel rein. Jede Menge Bolzen. Glas, guck mal, hier schon übelst viel. Sehr cool. Haben wir noch Scharniere, haben auch jede Menge. Dann Sprengpulver. Plastik. Palmblätter. Holz, jede Menge, sehr gut. Dann genau, erstmal hier erlernen. Also, ich brauche elektrische Reiniger. Das große Lager. Sehr gut. Der Rest ist erstmal unwichtig, weil es sind Waffen. Steine hier drin, Seile auch, Leder ebenfalls. Drei Leder, okay, da kannst du nicht mit viel anfangen. Das kommt rein. Hier rein. Schrott. Die Baupläne kann man jetzt in den Mülleimer schmeißen, weil die haben wir schon geleert. Dann haben wir jede Menge Bananen. Und Krusch zum Anbauen. Genau, die Gemälde können wir mal aufhängen. So. Also. Das hoch kann. Hä? Macht das Sinn? Nee, macht keinen Sinn, ne? Macht auch keinen Sinn. Warte mal, ist es jetzt so richtig? Ja. Macht zwar noch keinen Sinn, aber es sieht richtig aus. Dann haben wir das hier. Der Typ, der mich bedroht, sonst gibt's aufs Maul. Und was ist hier? Genau, der Bär, der dem Elefantenbaby in den Rüssel beißt. Dann haben wir hier noch Töpfe und so ein Krusch. Guck mal, was kann man sich über den Kamin hängen? Und ein übers Bett. Guck mal, ich wollte ja immer noch eine Pflanze für einen Lokus haben, ne? Da eine hin, dann kann man sich auch noch eine andere ins Bad stellen. Jössas. Das passt nicht, das passt gar nicht. Krieg's auch nicht mehr weg. Pflanzen. Hier eine hin. Und dann beiden, weiß ich nicht. Müsste man verstauen. Kommt zu dem 5x3 Ikea-Regal hier in die Schublade. Und die rote Melone. Hab ich die schon? Ja. Wie schaut's aus? Einfach ein Smooth Beer, Silber, rote Beer. Hab ich noch nicht. Cool. Sehr schön. Pflanze über den Kamin. Mach das niemals im Real Life. Da kann doch nichts passieren, hör mal. Da passiert nichts. Aber nee, ist okay. Da tun wir woanders hin. Jetzt mal in die Schublade. Ich überlege mir was. So. Biokraftstoff 3. Das Radio. Genau. Yeah. So. Ich würde die Lautsprecher in die Richtung drehen. Das heißt, wenn ich morgens aufwache, erstmal dröhnen. Oder ich drehe das. Ja, Kassette. Das kann ich nie im Leben den ganzen Tag hören. Aber hey, mach ich jetzt durch. Biokraftstoff. Da. Macht doch gleich bessere Laune. So, jetzt muss ich doch gucken, wo das Ding darunter gestürzt ist. Ich habe keine Ahnung. Irgendwo hier im Umkreis. Ich probiere tatsächlich mal die Nummer mit dem Kompass. Das, was bringt. So.
dass ich halt in die Richtung schaue und dann sehe, okay, es muss irgendwo da hinten sein. So würde ich es gerne mal probieren. Insofern ich das natürlich jetzt noch im Nachhinein sehe, das weiß ich nicht. Und dann geht es ja noch, die ganzen Palmen zu hacken. Oh Gott, das ist so übertriebenst viel Holz. Ja, das mache ich offscreen. Das will keiner sehen. Ich hier gefühlt 50 Palmen niedermähe. Also ich hoffe, es dampft noch. So. Das Ding kam irgendwo da hinten runter. War das da? Ich glaube ja, ne? Das heißt so Richtung Nord. Da ist Norden. Warte mal, wenn da Norden ist, dann ist das. Die Richtung wäre dann Nordost. Dahin. Bloß steht irgendwo da hinten. Der Turm. Oder? Wo? Habe ich das Ding schon so groß gebaut, aber ich sehe es trotzdem nicht. Da habe ich es runtergelassen. Aber da hinten schwimmen. Da dann zu. Da kam ich raus. Da ist mein Floß. Und ich muss nach da hinten irgendwo. Also in die Richtung. Ist doch richtig, ne? Da kam ich raus. Und hier ist mein Floß. Das ist hier Arschbombe. Ins Wasser. Oh Gott. Oh Gott. Oh, das tat weh. Oh, das. Oh, yes. Da mitten auf den Steiß. Okay. Hey, mein Lieber. Alles cool? Komm, einmal beißen. Danke. Also, der... Anker lichten. Kompass raus. Ich muss nach da drüben. Oder? Was, da hinten irgendwie in die Richtung. So. Dann fahren wir mal dahin. Und hoffen, dass das richtig ist. Da steht ja auch Osten drauf, ich Horst. In die Richtung. Irgendwo da muss es runtergekommen sein, hoffe ich. Radio Schnauze. Danke. Oder? Halt immer so ein Stück abseits ins Zahn. Kann das Radio auch so ausschalten? Ja. Ich finde es geil, dass es genau jetzt dunkel wird. Spiel, danke. Meine Herren und Damen. Hier angezeigt. Wird's nicht. Mein Abseil, ja, war ich auch, ne? Dann fahre ich halt einmal um da hinten. Da ist es, da war es. Da hat man es am Rand gesehen vom Bildschirm. Das ist nicht Dreck, das ist da hinten, da müssen wir hin. Der Bildschirm ist auch dreckig, aber ne, da muss ich hin. Biokraftstoff, wie schaut's aus? Das sieht gut aus. Sieht sehr gut aus.
Dann haben wir es ja doch in 2,5 Stunden geschafft, komplett zu erkunden, alle Rätsel zu lösen. Tiere, wie geht's euch? Ja, ne, ist bald leer. Geht noch, das ist auch bald leer. Aber bald, ne, haben wir es geschafft, dann haben wir hier alles automatisiert, auch mit Wasser und so einem Scheiß. Dann passt das. Ah, ich find's schön hier. Aua. Und da ist jetzt eine Leiter. Da hinten, da fahr ich mal dran. Wobei, der Turm ist ja hoch genug, dass ich da eigentlich auch drauf springen könnte. Müsste funktionieren. Von der Höhe her, mit dem oberen Rahmen der Fenster, sollte passen. Hill. Bisschen dran vorbeifahren. Nein, 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 komm. Noch ein Stück. Und das war die Kuppel von dem Ding da oben. Melone und dann noch eine Gemüsesuppe. Oh, ja, 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 das sieht gut aus. Sieht das gut aus? Sieht sehr gut aus. Das heißt, Motor ab. Ich springe ich da mal drauf. Yeah. Ich liebe mein Floß. Ich liebe es. Der Turm. Ist super. So. Und hier drin? Oh, bin ich jetzt erschrocken. Ey, da sitzt ja hier... Oh, ey, das ist so gruselig. Heute... Hi, Ma'am. Elaine bist du. You there! Get me out of this thing! Oh, next time, I would appreciate a heads up before launching. I tried to leave when the first shots were fired. Tangaroa was doomed from the start. If you get me a ride out of here, I can offer you entrepreneurial consulting. Plus, I did some sailing in my youth, won a few championships. I'll be useful. Wonderful. You can count on me. Warum brauche ich eine Beratung auf dem Floß unternehmerisch? Warum? Das, nee, ich bin froh, dass der Kasten läuft. Aber so, da ist... Oh, was ist das hier? Wassertank. Ah, schön, 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 schön. Ich freue mich. Und dann muss hier irgendwo der nächste Hinweis... My name is James Tully. This is my final message. Tangaroa City was built on a purely theoretical basis, using engines that had barely been tested, held together by the sweat and tears of our crew, but we were never sustainable. I should have accepted that months ago. When the rafters arrived, I could have let them starve with us, but I didn't. The only right choice was to abandon Tangaroa to the waves. Now I will stay here. Trapped in the cockpit with 2 dozen idiots who used to run the world. Don't worry. We'll pay for our sins before the end. Okay, und hier ist der nächste Hinweis für Varuna Point 1879. Da geht's dann endlich das neue Kapitel weiter. Mal gucken, ob das ist. Ein Safe.
2 Leder. Sehr schön. Cool. Nichts mehr. Sehr, sehr cool. Das heißt, das Ding ist erledigt. Ich habe alles gefunden, alles mitgenommen. Was mitzunehmen geht. Ich sagen, geht's beim nächsten Mal dann weiter. Und auf dem Weg dann zu Vanilla Point würde ich sagen, baue ich dann hier mit euch zusammen den ganzen Wasserversorger an meinen Floß dran. War noch ein Safe, echt? Noch einer? Oh, danke schön. Danke, hätte ich übersehen. Danke. Deko-Paket. Sehr schön. Vielen Dank. So, Hibiskus. Den hätte ich ohne dich übersehen. Dankeschön. Jetzt haben wir aber alles. Wunderbar. Ihr Lieben, ich bin sehr froh, das doch echt in der Zeit geschafft zu haben. Knapp 2,5 Stunden. Sehr cool. Viel gesehen. Niemand getötet. Ich bin sehr stolz auf mich. Es läuft einfach hier. Pazifisten-Modus. Und ja, ich würde mich schon mal hier in der Folge bei euch verabschieden. Bedanke mich fürs Zuschauen. Ja, gleich gibt es noch den Raid, ne, wie an jedem Streamtag. Deswegen noch dranbleiben. Ja, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei wärt. Wir sehen uns wieder am Freitag. Dann geht's weiter mit World of Warcraft und dem lieben Herrn Grünlich. Ich habe mega Bock drauf. Denn da geht's auch spannend weiter. Und ich bin hochmotiviert, da weiterzumachen. Bis dahin, macht es gut, bleibt gesund und ciao, ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen.